Mir fällt auf, dass ich in letzter Zeit wirklich sehr, sehr häufig erst später streame oder später als ich will und dass es spät abends ist. Es ist 8:45 bereits. Ja. Also mein Resin werde ich definitiv nicht bis 160 volllaufen lassen heute. Ich werde nicht bis 22:30 Uhr bleiben, denn ja, ich glaube, ich habe das schon die letzten paar Tage mal angekündigt. Ich habe eine Klausur, auch morgen noch. Ich hatte heute eine geschrieben. Sie ist extrem schlecht gelaufen. Ich habe mehr für die Sportklausur. Eine Klausur, die eine halbe Stunde geht und die für ein 2-Stunden-Basisfach gedacht ist, gelernt, als ich sonst lernen würde. Für teilweise manchmal sogar eine Mathe-Klausur. Und wir sollen hier mal noch anmerken, dass ich für Mathe eigentlich als ein LK mehr lernen sollte als für ein scheiß Basisfach. Bei dem Klausuren gerade mein Viertel der Gesamtnote zählt. Ich bin halt leider von der so abhängig, dass ich 14 oder mehr bekomme. Dass ich noch 14 Zeugnis bekommen kann, Sport. Aber dem kann ich, habe ich jetzt sowieso schon lange Tschüss gesagt. Weil die Klausur so unglaublich grotesk schlecht verlaufen ist, dass ich noch irgendwie hoffen sollte, dass es auf die 10 oder 12 geht. Weil, ja, sie einfach überhaupt nicht gut war. Sehr, sehr schlecht verlaufen. Und ich fühle mich sehr stark davon betrogen. Wir hatten nämlich mehrere Tabellen, manche sogar selbst widersprüchlich. Ich habe die Lehrerin gefragt, was ist, sind sie nicht widersprüchlich? Sie hat gesagt, nein, hat dann versucht, das zu differenzieren. In der Klausur kam dann eine Tabelle dran. Das Lustige ist, die Werte, die sie gewünscht hatte, gab es teilweise, also sagen wir mal so, es ging um Kraft und es ging um das Q-Training und mit welcher Intensität man trainiert. Sie hat zu einer Tabelle, sie hatte eigentlich eine Tabelle gemeint, die wir hatten, bei der, Moment, bei der die Intensität bei 45 bis 60%, glaube ich, lag, oder 40 bis 65, ich bin mir selbst nicht sicher. Man weiß, was gemeint ist. Und eine andere Tabelle hatte für das Q-Training auch, also das eine hieß Muskelaufbautraining, aber das hat sie in der Klausur Q-Training genannt, aber sie hat Muskelaufbautraining gemeint, die Tabelle. Eigentlich ist es sowieso das gleiche, also nevermind. Hat das Q-Training, also in der anderen Tabelle stand Q-Training und dort stand die Intensität des 80%. Und kein Wunder, dass man dann eventuell die falschen Zahlen eingeben wird in eine Tabelle. Wenn das eine Q-Training heißt, mit den einen Zahlen, und das andere Hypertrophie-Training heißt, was übrigens genau das gleiche ist, und dann andere Zahlenwert hat, und du es dann Q-Training nennst, aber in echt das Hypertrophie-Training gemeint hast. Es ist halt so ein, what the fuck did you expect? So, natürlich wird man es nicht richtig eintragen können. Und scheinbar ist Dauer heutzutage eine Wiederholungszahl. Dauer ist eine Wiederholungszahl. Ich weiß nicht, wie das sein kann, dass man auf die Idee dachte, kam, dass eine Wiederholung einer Übung 8 bis 15 Mal scheinbar als Dauer bezeichnet wird. So, es ist schon ziemlich, also es baffelt mich schon ein bisschen. Ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Aber wie gesagt, so desaströs ist diese Klausur verlaufen. Ich hätte es mir überhaupt nicht vorgestellt, dass es so schlecht werden können würde. Und ja, das war die eine Aufgabe, die so schlecht gelaufen ist. Die andere Aufgabe, übrigens, das sind Größenaufgaben, von denen ich hier rede, also die, die am meisten Punkte geben. Ich rede nicht von kleinen Aufgaben. Kleine Aufgaben sind eigentlich auch relativ gleich gewesen. Das war für die physiologischen Voraussetzungen für Kraft, für die vier Formen der Kraft. Du fragst dich, was soll das? Denn das ist so ein kleiner Part. Physiologische Voraussetzung ist dort sogar vertikal geschrieben. Das heißt, wenn du nicht deinen Kopf um 90 Grad drehst, kannst du nicht mal sehen, dass dort physiologische Voraussetzungen im Skript stand. Das heißt, natürlich habe ich angenommen, dass physiologische Voraussetzung nicht hieß physiologische Voraussetzung, sondern eigentlich hieß, ja, die Definition von der Kraft. Da stand nämlich die Kraft, dann stand dort, was sind die physiologischen Voraussetzungen dazu, und dann habe ich einfach nur definiert, was die Kraft dazu ist. Und die Frage ist dann halt, warum solltest du physiologische Voraussetzungen dranbringen, wenn erstens kein Schwanz das interessiert? Und zweitens, vor allem viel wichtiger, das im Skript so versteckt ist, gefühlt. So, wie gesagt, das stand vertikal am Rand. Du hattest hier so auf das angenommen, dass der Bildschirm ist jetzt dieses Blatt. Hier stand in einer Box, das waren die physiologischen Voraussetzungen, und hier stand rechts links nebendran, vertikal, von hier nach da stand das physiologische Voraussetzung.
Und es war eine von 20 Seiten und das hat irgendwie so nicht mal, es hat vielleicht eine Zehntel der Seite ausgemacht. Und nächster dann so, okay, und das hätten wir jetzt auswendig lernen sollen. Okay. Sicher doch. Macht Sinn. Aber die Definition, die doppelt und dreifach dort standen teilweise, die groß standen, in der richtigen, die zumindest auch mal so richtig standen, dass du deinen Kopf nicht verdrehen musstest, um sie zu lesen, die in voller Ausführung dort waren, und die auch öfters eine Relevanz in den folgenden Informationen im Skript hatten, die wurden einfach absolut nicht abgefragt. Die wurden nicht abgefragt. Ich hatte Blabberbeast-Skill. Okay, sorry, Mann. Hey, easy. Ich gehe hier einfach unten drunter hin und die Viecher sterben. Keine Chance, Mann. Mademoiselle Cravaletta wird sie so fett auseinandernehmen, das ist ja krass. Genau, also wirklich, die Klausur war so unglaublich schlecht. 2 8-Punkte-Aufgaben von irgendwie so, wie viel? 40 Punkten, glaube ich. Waren so scheiße, das kann man wirklich nicht sagen. So viel habe ich reingehasselt in die Klausur, habe sogar Geografie vernachlässigt, dass wir morgen schreiben. Nur, dass die Klausur so ein einziger Scam wird. Ich hätte einfach auch nicht lernen können, ich hätte einfach genau das gleiche hinbekommen. Also, das macht mich so sauer. Egal, Sakubi, ich habe schon gedacht, du bist heute nicht mehr live. Ah, doch, doch. Ich muss nochmal kurz meine Geo-Sachen durchgehen, damit ich sie jetzt erst einmal habe und dann noch mindestens einen zweiten Durchgang danach habe. Und ja, deshalb bin ich jetzt erst live. Sonst hätte ich normalerweise wahrscheinlich eine Stunde oder zwei vorher angefangen. Bin so broke. Ja, schade. Ich muss sagen, ich kann relaten. Ich habe nur 18,8 Millionen. So. Willkommen im Broke Club. Gib mal so 5 ab. Alles klar, Mann. Gib mal so deine Genshin Impact Kreditkartennummer, damit ich es überweisen kann. Imagine, das gäbe es wirklich so in Genshin. So die Kreditkartennummer in Genshin und dann kannst du so eingeben, an diese Nummer würde ich es gerne verschicken und dann kannst du da so Mora überweisen. Ich denke, das wäre eine gute Idee. Ah ja, dieses Ding und das ist das letzte. Wie viele Primus habe ich jetzt? 7,2, das sind, Moment, 50, 45. Das sollten genau 45 sein, dann bleibt einer übrig. Genau. So ein Profi der Mathematik. Wenn er Bede schon ganz heiß auf seine Kronen. Ja. Meine Farina auch, aber sie wird nicht gecrowned, bevor ich sie triple crownen kann. Deshalb, ja. Okay, morgen Geo wird halt auch komplett ehrenlos. Und apropos Geo, jetzt wird die Geo-Hypostasis, die Geo-Hypostase, auseinandergenommen. Denn tatsächlich habe ich heute nicht vergessen, oder werde ich heute nicht vergessen, Noelle Materials zu farmen. Ach, ich habe dem Bro ja Dings gegeben. Was ist denn das? Avonius. Ey gut, der ist nur die Energy Bitch, ne? Ja gut, gut. Theoretisch könnte ich ihm Wolf's Gravestone geben. Er hat zugegeben, wenig Crit Damage. Aber mit ein bisschen mehr Crit Damage und sowas wäre er sogar gar nicht mal so scheiße. Mit Double Cryo. Just saying. Ich habe genau 135 Energy Recharge. Das ist gefühlt der Bild, den die Charakter haben in Genshin Impact Trial. Also, wenn Genshin Impact Trial Charakter macht, da hast du genau 135. Scheiße, mein Fremination Trial Charakter. Bloß, dass er ein bisschen mehr CV hat. 185 statt 140 oder 45 oder was auch immer. Naja, ich gehe trotzdem wieder auf Verbundes zurück. Wie gesagt, er ist die Energy Bitch. Na, ich heal ihn kurz mal auf. Das geht ja schon. Oh shit, Charlotte hat sogar mehr HP als gedacht. Ja, eine Violette muss ich nicht mal healen. Hab so Bock, einfach mal mit Primus auf den Main Banner zu pullen. Was meinst du mit Main Banner? Na, ist auch egal. Ja, ich habe so keinen Lust, morgen Geografie zu schreiben. Das ist die letzte Geografie-Klausur, die ich in meinem Leben schreiben werde, aber ich habe
schon ein bisschen Angst, dass die so richtig ehrenlos wird, aber so richtig ehrenlos. Er ist fast tot. Mann, ich hätte besser ziehen müssen. Hätte ich ihn bekommen. Da bin ich mir sicher. Oh shit. Ja, das war's. Mann, nice. Scheiße, das war nicht so nice. Oh, damit ist er tot. Let's go. Hoffentlich ist es ein Dreier. Natürlich ist es ein Dreier. Let's go. Davor hatte ich immer nur 2 bekommen. Das ist sehr gut. Ich meine nicht das Piece, sondern dass ich 3 bekomme. Von den Steinen muss ich mir nie Sorgen machen. Ich habe gefühlt keinen einzigen Geo-Charakter jemals gelevelt, außer Ningguang auf Level 75. Hab so... Warte. So eine schöne Kitching oder so. Achso, du meinst Main-Banner, meinst du Dings. Standard-Banner, ja gut, klar. Warum auch nicht. Alle Kino kommt 4.6 raus. Ito kriegt 4.5 Rerun. Wäre zu hart für Ito pullen. Erstmal auf alle Kino scheißen. Alle Kino. Erstens, keine Ahnung. Ich kann sagen, das sind Informationen von Leaks. Aber, Bro, du schaust Leaks in fucking 4-5 Monaten in die Zukunft. Leaks von 4-5 Monaten in die Zukunft sind so unakkurat. Inakkurat. Ich kann dir sagen, manche Leute hatten gesagt, dass fucking, Moment. Manche Leaks haben gesagt, dass jetzt schon zum Beispiel irgendwie ein anderer Charakter kommen würde als Charles oder so ein Kack. Da hieß es, was weiß ich. Lass ich mal kurz nachschauen. Ich bin mir sicher, ich kann kurz ein Blatt finden, das ich mal gefunden habe. Was so diese... Genau, die hatten gesagt scheinbar, dass es einen Hu Tao Rerun geben würde in dieser Version. Hu Tao Rerun wo? Die haben gesagt, der Raiden Rerun wäre 4.1. What the fuck? Das wurde confirmed. Naja, das glaube ich nicht. Es kann gut sein, aber... Confirmed wurde es safe nicht. Confirmed heißt ja, dass es offiziell angekündigt wurde. Die können das noch ändern. So, confirmed. So, Bro, ich würde absolut nicht drauf vertrauen. Ich kann dir sagen, selbst die kommenden Banner sind nicht mal garantiert. Sie sind sehr wahrscheinlich das, was die Leaks sagen. Aber ich würde dir einfach raten, vertraue nicht auf Leaks, die dir irgendwas in 6 Monaten versprechen. Denn es kann passieren, dass sich alles ändert. Ich habe mich auch... Also, ich hatte, wie gesagt, zum Beispiel Ayato war scheinbar 4.1. Raiden war auch scheinbar 4.1. Nuvelette wäre scheinbar First Phase gewesen statt Second, wenn wir dem Ganzen folgen. Auch Tartaglia und Nuvelette und Yelan und Zhongli aus 4.0 sind scheinbar auch geswitcht. Also wurden auch geswitcht. Es gibt manchen Leaks zu folgen Albedo in dieser Version. Es gibt irgendwie, was weiß ich... Manche sagen, nächste Version wäre fucking Venti. Die gab's letzte. Also. Albedo wäre schön, ja. Also wie gesagt, das ist so. Wer weiß, vielleicht. Stimmen die Leaks, aber ja. Naja. Na, ansonsten. Boom. Das hat so eine große AOE, das ist krass. Also wirklich diese komischen Wild Boars. Ja, die können gar nichts machen. Die versuchen zu rennen und zu rennen, aber sie haben keine Chance zu entkommen dem mächtigen Stoß von Nuvelette. Ich habe keine Ahnung, weshalb ich so spreche gerade. Das ist wirklich krass. Ich bin saumüde und ich bin sautoxic und ich bin sau unter Stress eigentlich. Inzwischen fuck ich eigentlich auch so ein bisschen auf die Geo-Klausur. Der Lehrer ist entspannt, aber ich habe das Gefühl, seine Klausuren werden ehrenlos. Ich habe sowieso jetzt nicht mehr so viel gelernt, das ist die letzte Klausur jemals. Ich will 13 Punkte eigentlich haben, aber fuck it, das ist jetzt auch egal. Er ist wieder da. Gut. Deshalb keine Ahnung. Also, ich gehe in die Klausur rein, vorbereitet auf jeden Fall. Wie vorbereitet, das ist die Frage.
Genug, um zu sagen, dass ich vorbereitet bin. Ich habe auch schon ein paar Stunden gelernt, auf jeden Fall. Mehr als so der Durchschnitt gefehlt. Oh ja. Spiel mit Dori. Da bist du schnell abgelenkt. Und ich weiß gar nicht, was du da meinst. Achso. Ne, passt. Das Traurige ist halt, ich kann mich ab morgen nicht mal komplett entspannen, denn am Freitag in einer Woche schreiben wir Chemie-LK-Klausur. Das ist relativ viel. Wir schreiben am Mittwoch in der gleichen Woche, also 2 Tage vorher, die Physik-Klausur. Ist auch nicht allzu wenig. Zugegeben ist es ein Basiskurs, aber trotzdem 3 Stunden. Und am gleichen Montag auch noch. Also Montag, Mittwoch, Donnerstag reden wir hier. Ich meine Montag, Mittwoch, Freitag. Schreiben wir Deutsch am Montag. Und ich kann dir so viel sagen, es gefällt mir nicht. Jo, was machst du? Hund. Was kommen bei dir so viele Klausuren? Ich habe noch Deutsch, Mathe, Englisch, mündlich und das war's. Oh, ey, ist mal 3. Nice. Was, mündliche Klausur? Mann, wir haben keine mündlichen Klausuren. Ich hätte sowas gern. Englisch, LK. Ja, wir kriegen keine mündlichen Klausuren. Also es gibt das... Es gibt, das sozusagen mündliche, den Sprachkompetenzteil... Der ist irgendwann bei uns im März, ich glaube 17. März oder so ein Scheiß, ist die mündliche Prüfung, die 20% oder 25% deiner Gesamtnote ausmacht im Englischabitur. Und dann hast du noch einen zweiten Termin fürs Englischabi, das ist sowas wie 3. Mai, 8. Mai, ich weiß es nicht. Dann ist dann die schriftliche, der Rest 75%. Aber wir haben keine rein mündlichen Prüfungen, das wäre schön. Rein mündliche Prüfung. Boah, Digga, ich würde so rasieren, das ist krass. Wobei, ich kann besser schreiben als reden. Wenn ich Vorbereitungszeit habe zum Reden, schriftlich mit Wörtern, die ich mir aufschreiben darf und Satzbaustrukturen, dann kann ich sehr gut reden eigentlich. Das Ding ist, ich kann Englisch super. Ich kann nur nicht vor Leuten reden. Das ist schade. Ich kann auch gut vor Leuten reden, aber ich finde so improvisieren ist manchmal sehr, sehr schwer. Du musst halt wirklich dich auf dem Gebiet auskennen, dass du gut improvisieren kannst. Und du musst auch die Wörter schon im Vorhinein wissen, die du sagen willst. Wenn du sie nicht weißt, dann musst du nachdenken und dann verliert deine Satzstruktur komplett an Sinnhaftigkeit. Also du kannst dann wirklich nicht sagen. Call, Wörter, naja, okay. Warum mach ich so wenig? Wobei, ich mach theoretisch Solo-Damage so viel, ne? Das ist Solo-Damage. Ich krieg keine weiteren Buffs hier. Ah, okay, es geht davon. Für Solo-Damage ist in Ordnung. 18k pro Tick. Moment. Jonathan, wo bist du? One. Nächstes Jahr erstmal schöne Philosophie-Facharbeit auch. Jo. Was geht? Was geht? Ja, Digga, das kannst du mal sehen. Warum ist dein ganzes Team von Leuten, die ich nicht kenne? Weil das alles Fontaine-Charakter sind. Das ist mein Friendship-Team. Und Nuvillette ist der Hyper-Carry. Er ist kein Friendship-Charakter mehr. Aber Digga, du bist auch seit über einem Jahr nicht mehr im Game drin. Seit 1,5 Jahren oder sowas nicht mehr. So, was erwartest du? In 1,5 Jahren kommen halt mehr als 20 neue Charakter rein. Ja, okay. Ja, stimmt. Kennst du auch noch Kuki Shinobu? Ja, das ist doch dieser Elektro. Ja gut, zumindest die kennst du. Ich will mal kurz fragen, was du die. Ich habe aufgehört, gerade als Fontaine rausgekommen ist. Als Fontaine rausgekommen ist, das glaube ich dir nicht. Doch. Fontaine ist vor 3 Monaten rausgekommen. 3,5. Ich glaub dir nicht, dass du vor 3 Monaten aufgehört hast, Mann. Doch. Fontaine. Du hast Fontaine explored. Und da war ich noch ein bisschen in der Summe. Meinst du Sumeru? Nein, Sumeru war ich noch komplett da.
Du warst ganz Sumeru da. Fontaine ist seit diesem Jahr Sommer released. Es ist im August rausgekommen, soweit ich weiß, oder Juli. Du warst nicht mehr am Genshin Song. Doch. Vor allem mal, wer der Sumeru Archon ist. Ja, nee, das weiß er. Das weiß er. Der hat gesagt, er findet die süß, dieser scheiß Pedo. Das ist krass, Alter. Nee, das war Matthias, das war Matthias, das war ich nicht. Das war Matthias. Nee, du hast auch gesagt, dass sie süß ist. Woher siehst du das? Siehst du das immer aus dem Arsch? Hab ich nie gesagt. Ich hab diesen Scheiß sogar Matthias, fucking Matthias, auf Aufnahme. Full Matthias. Ich hab den Matthias. Scheiß auf Aufnahme, Bro. Das war schon ein bisschen her. Ich müsste es irgendwo herausgraben. Fuck. Er ist nicht respawned. Exposed. Pedo. Gar nichts exposed hier. Lügen exposed. Du bist als Lügner exposed, sag ich. Du hast so gesagt, du willst Nahida haben. Junge, halt die Fresse, was laberst du, Bro? Was laberst du für Scheiße? Ich hab gesagt, ich finde die voll scheiße und du hast gesagt, du findest die eigentlich voll süß. Was? Wie die nach oben schaut in der Burst Animation. Nee, warte, das ist nicht mal gecapped, das ist wirklich nicht gecapped. Ich weiß, dass es nicht so gemeint ist. Laberst du, Bro? Es ist nicht gecapped, Alter. Alles cap. Nee, for real ist es nicht. Also. Wenn Sumeru gespielt hat, frag ihn mal, wie der Dendro-Drache heißt. Ja, Digga, das weiß ich auch nicht. Ganz ehrlich, Sakobi, das weiß ich auch nicht. Was für Drache, Bro? Ich hab Sumeru nicht gespielt. Ich war nur da, als es rausgekommen ist. Ich war auch immer noch in der Summe am Gammeln. Ja, aber du hast Fontaine nicht gespielt. Und Fontaine habe ich auch nicht gespielt, aber ich war noch da, als es rausgekommen ist. Nein, warst du nicht. Danach bin ich geliebt. Du warst nicht raus, als Fontaine rausgekommen ist. Ich hab gerade da gequittet, irgendwie einen Tag davor oder so. Nein! Fontaine. Bro, weißt du überhaupt, wann Fontaine rausgekommen ist? Nein, weißt du nicht? Fontaine ist doch die Wasserding, ne? Ja. Eben. Bro, Fontaine ist fucking diesen Sommer rausgekommen. Okay, es hört sich komisch an. Nein, das ist so. Bist du behindert? Gottverdammte Scheiße. Die Wüste ist rausgekommen, als du geliebt bist. Nicht die Wasserregion. Nee, Bro, okay, ich kann mal kurz ein paar Charakter aufzählen, kannst mir sagen, ob du sie kennst, okay. Wir fangen an bei Yao-Yao. Ja, die kenne ich. Das ist doch diese... Die Dendro... Dendro-Healer, ne? Ach, scheiße, woher kennst du das? Al-Haytham. Den hattest du auch, das auch Dendro. Ich hab den nicht. Schwert. Ah, dann war das der andere. Al-Haytham war doch Dendro mit einem Schwert, du hattest den anderen, du hattest den Healer, ne? Ich hab Baiju. Ja. Aber da hast du auch nur zugeschaut. Du hast halt ganz bestimmt nicht mehr gespielt. Doch, Junge. Nein, hast du nicht. Schau mal auf meinen Account, falls du ihn noch sehen kannst. Mord zu heal. Digga, das kann nicht sein. Ha? Bin ich so behindert? Also, nee. Das kann nicht sein. Warte. Ja, bist du. Trust. Wo habe ich Emote gebindet? Bro, welcher Melone 50? Du hast nach Raiden gequittet. Zwei. Nach dem Raiden-Banner. Gar nichts gequittet nach Raiden, hä? Ich habe noch weiter gespielt. Ja, du hast 2 Monate oder sowas danach gequittet. Gar nichts. Also, Digga, du hast nicht weiter gespielt, das kannst du mir nicht sagen. Vielleicht ein bisschen gespielt. Frag mal noch andere Sachen. Fick dich. Der Bastard fliegt. Alter, ich hasse den. Ich kenn die Trust. Kam Sarah nicht später raus? Sarah, ich hab keine Ahnung. Digga, du warst niemals bis kurz vor Fontaine. So in keiner Welt. Oder bin ich so, oder ist mein Zeitgefühl wirklich schon so tot, dass... Oh, noch ein Dreier-Drop, nice.
Schon sehr tot, ja. Ja, vor... hast du nicht von einem halben Jahr noch gesagt? Habe ich Psychosen? Ja, ich glaube, ich habe später gespielt. Wann ist Fontaine halt actually rausgekommen? Fontaine ist diesen Sommer rausgekommen. Im August. Vielleicht kann es sein, dass du noch die Charakter kennst, weil ich sie dir mal gezeigt habe, unter anderem. Während ich Pulling-Sessions hatte oder sowas, aber du hast selbst nicht mehr gespielt. So, du warst mal bei einer Pulling-Session dabei, weil ich zum Beispiel mit Thomas gepullt habe. Und dann bist du mal gejoint, während ich Baiju gepullt habe. Beziehungsweise Ganyu. Aber ich bin mir sehr, Baiju sehr kenn sicher. Ich noch, das ist der Healer, ne? Ja, ja. Mit der Schlange. Genau, aber du hast du kennst nichts über dem, außer dass ich ihn gepullt habe. Ich hatte ihn dir sogar noch gezeigt. Nein, doch. Du wusstest nichts über ihn. Du hast so gefragt, wer ist das? Und da hatte ich dir erstmal erklärt, wer das ist, nachdem ich ihn gepullt hatte in der Pulling-Session. Ach so, keine Ahnung. So, Digga, also in keiner Welt, Ich hab irgendwann aufgehört, da habe ich schon mal kurz da angefangen für so eine Woche oder so, als Fontaine rausgekommen ist und da bin ich hier gegangen. Das kann sein, aber du hast nicht in der Zwischenzeit gespielt. Das ist, Bro, ja, das ist ja die größte Cap der Welt. Ja. Ey, spielst du noch Clash Royale? Nee. Schade. Es kommen so immer so Duo-Teile raus. Schade. Aber juckt. Ich spiele auch nicht mehr wirklich. Es kommt davon eher, dass mein Handy nicht mehr genug Speicherplatz hat, um das neue Update sich zu holen. Ich habe keinen Bock, irgendwie Speicherplatz frei zu machen. Deshalb mache ich es nicht. Hast du denn da drauf? Wie alt ist der Kleine eigentlich? Als Clash Royale. Ach sorry, falls ich die Nachricht jetzt gelesen habe oder gesehen habe. Wie alt ist der Kleine eigentlich? Und der Kleine, wie alt ist er? Fucking hell, du bist inzwischen irgendwie fast so groß geworden wie ich. Ich hasse es. Ja, ja, stimmt. Es ist halt voll krass, als ich dich gesehen hatte. Der Grund, weshalb ich dich nicht erkannt hatte, glaube ich, in der Schule, ist vor allem, weil du inzwischen gar nicht mehr so viel kleiner bist. Ich bin groß, weißt du? Ja, du bist jetzt auch nicht groß, also fucking hell. Ich bin extrem klein, du bist noch kleiner. Ich weiß. Aber du bist nicht mal 5 Testergröße, das ist die Sache. Nee, das ist auch gut so, weißt du? So in der 10. Klasse, so durch 2, kann nicht mehr durch 2 teilen, so, weißt du? Ist gut. Hört sich an wie 5 Klässler. Ja, das ist oh, Mann. Arbeiten. No front, aber. Weißt du, noch besser wenn du gedacht hättest, dass er ein Mädchen wäre. Das wäre der... Ja, das wäre der... Das wäre der beste Move gewesen. Das wäre mit Abstand der schlechteste Move. Aber weißt du, inzwischen, eigentlich identifiziert er sich auch dafür. Als ein Mädchen. Aber die Tatsache ist halt leider... Lüge. Was ist? Nichts. Nee, du lügst einfach hier am Stück, ne? Na, dafür quietscht es zu sehr. Anfang Stimmbruch oder so. Wirklich? Ja, gut. Kann sein. So ist deine Stimme gefühlt schon seit einem Jahr. Deine Stimme ist schon seit einem Jahr. So. Meine Stimme macht in letzter Zeit weirden Shit, bin ich ehrlich so. Ist ja nicht schon die ganze Zeit so? Was? Ist deine Stimme nicht schon die ganze Zeit so? Ja, oh. Ist sie, aber manchmal so random macht sie weirden Shit, weißt du? Mein so. Manchmal random dies. Manchmal ja. So random, die geht so, während ich so, ich sag so ein Wort und während ich dieses Wort sage, geht auf einmal kurz tief und hoch und tief und hoch und das fuckt übel ab. Oh, ja, valid. Ist irgendwie komisch. Vielleicht kommt es tatsächlich in den Stimmbruch. Mann, du erinnerst mich an, er war hier. Ja, wird auch mal manchmal Zeit so, weißt du? Du erinnerst also mich 15 an und nicht Stimmbruch ist. Ich bin mit 15 Riese. Stimmbruch gekommen, glaube ich. Oder ja, was? 16, ich weiß es nicht. Auch mal Zeit. So bald werde ich ja auch so. Ah, 16. Naja, dauert noch ein bisschen, aber. Ist noch so bald. No way, dass er 15 ist. Ah, stimmt, jetzt hat er es revealed. Scheiße. Das nennt sich Stimmbruch. Oh nein. Was ist das eigentlich für ein Emote? Jebaited. Achso, das ist der Jebaited. Oh, das wusste ich gar nicht. Der. Eigentlich habe ich gar keine Zeit. Ich schreibe morgen eine Klausur. Ich habe noch fast nichts gelernt. Also doch, ich habe schon 2-3 Stunden gelernt dafür, aber ich kann es nicht gut genug, dass ich zufrieden bin. Und wir schreiben es morgen 1.2., aber die Sache ist halt, wir haben heute schon eine Klausur geschrieben. Ich hatte heute nur 3 Stunden. Fick dich. Weil, ja. Skill-Issue. Ja, Herr Röck hat irgendwie seit 3 Wochen keinen Bock mehr auf Schule. Ja, Digga, Frau Mattheist macht auch irgendwie... Ja, ja, bei uns auch. Aber die ist halt todeskrank, Alter. Das ist unglaublich. In keiner Welt. Ja, Herr Röck, glaube ich, meine Mom hat mir gesagt, Herr Röck hat, glaube ich, Corona. Na gut. Donnerstag anstatt... Erstmal anstatt 11 Stunden eine Beerdigung.
Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich das so sehr feiern würde. Eine Beerdigung sollte man allgemein nicht feiern. Wie wär's Keine Ahnung, damit? was besser ist. Ja, wirklich, deshalb ja. Oh, macht das Schild dann noch? Ich weiß nicht, eigentlich bin ich durch gerade. Ich habe keinen Bock aufzuhören. Meinst du, weil du dann lernen musst? Ja. Ich Oh mein habe vor Gott. Deutsch geschrieben, bei Herr Hoppe. Wie lief's? Hoppe. Kennst du Herr Hoppe? Der macht Deutsch? Ach stimmt. Der hat Ja. irgendwie, der hat irgendwie 20 unterschiedliche Fächer oder so, was der unterrichten Kommt kann. er nicht? Das ist Nee, krass. komm ich. Der macht bei mir Geo morgen. Wie ist die Klausur bei dem? Okay. Ich So, sag dir doch, wenn ich ich habe dich halt mag, nur hast du Bock auf den Lernen? bis jetzt Ja. halt den Dingens geschrieben. Wir durften einfach alles in unser kleines Heftchen reinschreiben, aus dem wir die Szenenanalyse machen. Ja, das ist Ich will einfach normal. alles reinschreiben, Spickzettel, aber es bringt dir halt nichts, weil du kannst ja nicht für jede Szene aus dem Du kannst ja nicht für jede Szene aus dem Buch schon eine Szenenanalyse davor schreiben. Ja, natürlich nicht. Wir hatten einfach damals einen Spickzettel bekommen, den wir mitnehmen durften, mit einer Zusammenfassung vom Buch, die wir selbst reinschreiben mussten. Aber mit Ja, wir können Handschrift halt. aber alles in unser Buch reinschreiben, bei Hoppe, das ist natürlich. Aber seine Bewertung ist auch okay. Ich hatte eine 3 minus in meiner ersten Arbeit und es war fein. Ich habe nachgeschrieben. Ja, keine Es war Ahnung. fein so. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, bei seiner Geo-Klausur, Digga, wir mussten für die Geo-Klausur gefühlt weniger lernen. Also, nee, das kann wirklich nicht sein. Die hat so einen geringen Umfang, aber zugleich auch so einen Umfang zugleich. Digga, Digga, mein Satz war aus hässlich. Du hast freitags Was? 8.9. oben bei den BK-Räumern, ne? Ich hab da Musik. Ja, genau. Hast du da was? Ja, genau. Ich hab da Ethik. Ich nehme da mit Imagine. Paar. Ne, warte, du Ich bist hab da 10. mit. Ne? Ja. Ich wollte gerade sagen, Imagine mal ist nicht 10. Touch nachmittags. Ja, kann ich leider nicht imaginen. Obwohl es eigentlich gut ist, dass ich imaginen kann. Auf jeden Fall. Ja, ich nehme mit Pablo immer den Fahrstuhl nach oben und gehe dann in den zweiten Stock runter danach. Ach so. Weil, warum nicht so? Ich hab gefühlt noch Wir nie einen könnten einfach Fahrstuhl eine benutzt. Treppe hochlaufen, oder? Ja, Digga, mach mal ein bisschen Beinworkout. Deine Stockbeine brauchen mal ein bisschen mehr Kraft. Du machst doch fucking Ich deinen mach fucking Workout, Scheiß. Beinworkout, ja. Ja, das ist mir egal. Mach mal deinen fucking Scheiß. Scheiß. Muay Thai, mehr Beinarbeit, mehr Knees und so ein Scheiß. Gleite dort runter auf den Treppen mit deinen Knien. Nicht auf deinen Knien, Ich sondern auf deinen kann hochgehen, aber Schienbeinen. es ist aber witzig, den Ding zu nehmen. What the fuck ist Ethik? Ethik ist so ein lustiges Fach. Du Es ist die schreibst deine Alternative Meinung hin zu. und der geht und der Lehrer kann dich eigentlich nicht flamen, weil es ja nur deine Meinung ist. Ja. Ich weiß nicht, ob ich dem zustimmen würde. Aber es ist ein lustiges Fach. Wir haben nämlich eine Die sehr meisten Lehrer. linksextreme Fraktion gefühlt im Klassenraum. Und sobald halt irgendwas aufkommt wie BGE oder sowas, ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Bei Und dann uns fällt ihnen gar nicht beefen sich auf. die ganze Zeit die Leute, so ein Mädchen beeft sich die ganze Zeit, die ist so. Wir reden über Israel und Palästinenser, ja? Ja. Und die ist halt richtig auf der Palästinenser-Seite. Ich habe keine Was Ahnung, was eigentlich da dumm überhaupt abgeht. ist. Bei einem Krieg. Also basically, die Palästinenser und die Israelis beefen sich, ja? Und dann gibt's da die Palästinenser, die haben die Hamas, ja? Das ist so eine Terroreinheit, ja? Und Ja. die gehen so auf Sneaky Beaky in Israel rein und töten da ein paar Leute. Und Israel kann nichts dagegen machen, weil die ja die Hamas nicht selber angreifen können. Und dann kommt Israel und bombt Palästinenser weg, weil die Hamas zu den Palästinensern gehören. Und jetzt sehen die Leute die Terrorgruppe, die Hamas, als so krasse Heroes so an, weil die den Palästinensern helfen. Aber eigentlich haben die Hamas ja dazu geführt, dass Palästinenser weggebombt werden. Und jetzt machst du Social Media, Social Media, also die Palästinenser machen dieses Dread so, ja, wir fucken die Israelis ab und heulen dann auf Social Media rum, damit jeder auf unserer Seite ist und wir so Support von anderen Ländern kriegen, so, ja. Und jetzt ist so aus einer aus meiner Klasse ist jetzt richtig auf Palästinenser Seite und argumentiert mit ihren TikTok und Snapchat Maps rum, Let's go. so als Beweise so. Die sagt so auf Snapchat Maps: In Israel, ich habe da geschaut, den Leuten geht's sehr gut. Das heißt, die sind böse.
Bei denen geht's ja gut und bei den Palästinensern ist schlecht so. So, sie hat auch noch nicht drüber nachgedacht, dass es so VPN-Ding gibt, wo man seinen Standort ändern kann und allgemein Snapchat Maps keine gute fucking Quelle ist. Früher war alles besser, wie zum Beispiel die Zukunft. Ich habe mal bei einem Lehrer nur gegessen, Geschichtshausaufgaben gemacht und sie nie mitgemacht. Der Ehrenmann sagt, ich soll ein Messer für ihn holen und gibt mir dafür 15 Punkte für die Doppelstunde. Ich krieg gefühlt einfach generell... Ich finde Krieg einfach generell nicht gut, vor allem der ist so unnötig. Ja. Von dem, was ich jetzt gerade gehört habe. Ja, man sollte sich allgemein nicht auf irgendeine Seite stellen. Ich finde, bei Krieg gibt es immer noch einen Unterschied. Manchmal gibt es immer noch... Also, guck mal. Ja. Im Krieg kannst du trotzdem eine Seite nehmen, gerechtfertigt. Allgemein sollst du sagen, gegen Krieg, natürlich. Krieg ist eines der größten Verbrechen gegen die Menschheit, die es überhaupt gibt. Aber die Tatsache ist, manchmal ist Krieg auch ein Mittel, dem du nicht ausweichen kannst. Du hast vielleicht fucking... Wie heißt es nochmal? Oh mein Gott, wie hieß es nochmal? Oh scheiße, jetzt habe ich den Namen vergessen. Das mit diesen Wikingern da, diesen Anime da. Vielleicht hast du es geschaut und sagst so, ah ja, Weg des Friedens, dieses jenes, nimm alles auf dich auf. Hab nicht direkt diese bösen Einstellungen. Aber manche Leute sind nicht einfach so gut, will ich. Manche Leute sind, denen ist es egal. Die beuten dich aus, egal was. Ob du friedlich bist oder nicht, ob du denen helfen willst oder nicht, ob du alles auf dich nimmst oder nicht, die werden dich sowieso ficken. Und solche Situationen sind häufiger in der realen Welt, als man glaubt. Und manchmal, wenn man nicht mehr so stabile Institutionen hat, die einen schützen, die einen etwas vorgeben, die generell eine Beschützerrolle haben, wie zum Beispiel die USA derzeit mit den UN und sowas, diese ganzen Mächte, die verbündet sind. In einem solchen Fall, wenn du nicht sowas auf deiner Seite hast und dann trotzdem in eine Ecke gestellt wirst, dann ist manchmal das Einzige, was du machen kannst, als ein Land Krieg. Du kannst nicht immer deine eigenen irgendwie Länder zum Beispiel abgeben. Zum Beispiel, angenommen, du hast jetzt Königreich A gegen Königreich B oder Land A gegen Land B und das eine Land sagt, ich will deine Länder haben. Einfach so. Ja, du kannst es nicht einfach ja sagen. Du kannst es abgeben. Das haben sie ja kein Druck, das können sie einfach alles nehmen. Ja genau, du kannst es machen, aber was wenn nicht? Wenn die keine Gegenpressure haben. Genau, und wenn sie dann sagen, ja gut, wir wollen es aber haben, selbst mit militärischen Mitteln, ja, was willst du dann machen? Willst du einfach zurück? Bleiben? Wenn du alles gibst, dann nehmen die selber mehr, wenn sie das keine Konflikt haben. Eben. So, manchmal ist Krieg unvermeidbar. Aber es ist generell etwas, was sich nicht gehört. Soll allgemein sich bei Krieg nicht auf wirklich eine Seite stellen? Nee, du kannst dich auf eine Seite stellen. Und zwar wie, wenn sie zum Beispiel von einer Seite aktiv induziert wurde. Egal. Eben. Aber auf Social Media, du siehst ja so viel und... Ja, ich sehe davon nichts. Ja, ich meine, wenn du auf Social Media bist, ist meistens eine Seite vertreten. Weil sobald du eine Seite ansiehst, zeigt dir TikTok oder halt Social Media mehr von deiner Seite, weil der Mensch, wenn er zum Beispiel auf eine Meinung hat, ja, und dann zum Beispiel einen Text über das Thema liest, da sind was für seine Meinung und was gegen seine Meinung, dann nimmt er eher das für seine Meinung nach und das andere blendet er aus. Ja, das ist etwas, was unterstützt wird durch die Theorie. Und Social Media unterstützt genau diesen Faktor. Und das heißt, sie geben dir halt noch mehr. Das heißt, auf Social Media ist bei meistens so eine Meinung. Ja. Sakupi sagt, bei Krieg geht es immer beiden Seiten um Geld. Häufig ja. Also in den meisten Fällen ja. Manchmal gibt es auch tatsächlich sowas wie Glaubenskriege, wo manche Leute tatsächlich nur für den Glauben etwas machen. Aber häufig geht es auch darum, dass es profitabel sein soll. Also mir fällt jetzt kein direkter Krieg ein, bei dem es nicht irgendwie mindestens noch mitgeschwungen hat, als einer der großen Gründe. Also es gibt keinen gerechtfertigten Krieg, nur besser begründeten Krieg. Social Media ist immer der letzte Platz zum Schauen. Ja, das stimmt. Genau, und du kannst auch nicht einfach als Quellen zum Argumentieren Social Media nehmen. Ja. Vor allem nicht Snapchat Maps und TikTok. Ich sag, manchmal kannst du YouTube als Quelle benutzen, weil auf YouTube gibt's auch so. YouTube ist noch okay. Aber YouTube ist auch eine Social Media. Das heißt, du nicht YouTube schaut, dann musst. Es ist nicht immer fair, alles direkt abzustempeln als das. Aber ja. Größtenteils kann man ja schon zustimmen. In den meisten Fällen, aber vor allem, du kannst dich davon inspirieren lassen, aber einfach nicht als Quelle nehmen in der Argumentation. Also. Ja. Kannst davon Sinnesbegründung herholen. Also, du kannst damit argumentieren, aufgrund dessen, wenn die Argumente davon kommen, dass du mit einem Sinn argumentierst. Du kannst nämlich, es gibt zum Beispiel ja eben das mit den Statistiken, du kannst argumentieren mit Beispielen und sowas und sie sind auf jeden Fall teilweise vielleicht übertragbar bei Social Media, aber nicht immer. Aber wenn zum Beispiel ein Gedankenstoß richtig ist, der nicht weiter irgendwelchen Daten bedarf, die
nachvollziehbar geholt werden müssen, herangezogen werden müssen, aus irgendwelchen vertraulichen Quellen, wie zum Beispiel einfach du sagst, ja, warte, lass mal nachdenken. Zum Beispiel, wenn du sagst, Aber du meinst? stehlen ist schlecht, weil damit beraubst du anderen Leuten ihren Eigentums. Da brauchst du kein Beispiel, brauchst du keine weiteren Daten, brauchst nicht sonst irgendwas. Es ist etwas, das stimmt, und dem kannst du danach einfach glauben. Das ist ein Argument. Ja, so ein nee, Ding ist Argument, ne? Du weißt doch, was. Ich kenne die Argumente nicht mehr. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich hatte mal in irgendeinem Fach, ich glaube in Deutsch oder so, Argumente, wie die heißen. Ja, keine Ahnung, hab vergessen. Ja, du weißt, was ich meine. Ja, aber du meinst basically, du kannst von Social Media keine Beweise nehmen, du kannst aber ein Argument quasi übernehmen. Du kannst Beweise nehmen, wenn du den. Video nehmen. Genau, du kannst nicht als ein Beweisvideo für etwas nehmen. Du musst dann halt zum Beispiel die gezeigten Daten auch irgendwie in der Lage sein, sie zu unterstützen. Du musst auch tatsächlich die Daten dann kennen. Du kannst nicht einfach sagen, ah ja, der sagt, es gibt die Daten, also glaube ich dem jetzt. Das ist nämlich sehr unfair. Zufall. Und selbst Videos in einem Krieg natürlich. Du kannst nicht einfach sagen, ja, die Israelis sind schlecht, weil da ist so ein israelischer Soldat, der tötet so ein unschuldiges Kind. Ja, die haben erstmal doch auch Kinder getötet, so zum Beispiel. True. Und das siehst du halt nicht auf Social Media, weil die haben, weil das ist eine sind jetzt eben mehr auf Social Media vertreten sind. Also ich bin jetzt auch nicht auf der Seite von Israelis, nur weil ich jetzt so argumentiere. Ich sag nur, dass man aufpassen muss. Dass man nicht komplett einseitig ist, nur wegen Social Media. Ja, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich sag nichts dazu, weil ich nicht weiß, was da genau abgeht. Deshalb bewerte ich es gar nicht einfach. Hier, Moment mal, eigentlich weiß niemand wirklich, was da abgeht. Ah. Weil man das Einzige, was man halt weiß, ist von Social Media und so. Und das ist eben. Ja. Wie willst du andere Infos kriegen? Wenn du hinfährst, stirbst du. Das ist das Einzige eigentlich. Ich habe keinen Bock jetzt für eine Meinung dahin zu fahren, so für meine Meinung. Ey, du kannst gar nicht fassen, was Sarkovi gekocht hat. Sarkovi hat so einen langen Text geschrieben. Auch Ukraine-Krieg, meiste Leute denken schwarz-weiß, Ukraine gut, Russland schlecht. Und wenn man sie fragt, warum sind die Antworten immer, kennst du nicht diese Videos von den armen Ukrainern und sowas, dass Russland den Krieg machen muss, weil sie sonst von der NATO verdrängt werden und Ukraine nicht wirklich hinter Selenskyj stehen. Aber mit ihrer Stimme nicht durchkommen, weil der Westen zu viel Geld mit dem Krieg verdient, kommt nicht zu denen durch. So viel Geld mit dem Krieg für den kommt nicht zu dem. Ja. Die EU ist auch nicht immer so richtig sozial. Die waren auch ein bisschen asozial, sehr asozial gegenüber den Griechen. Gegenüber Griechenland damals mit den Schulden. Das war auch ein bisschen ehrenlos. Am Ende wurden sie auch noch rausgestoßen. Es gab da ja diese Schulden. Und Digga, das war. Also ich bin mir da auch nicht ganz sicher, was da alles abgegangen ist. Aber ich habe vor kurzem mal was gehört, irgendjemand hat mir was erzählt, war das vielleicht sogar Dings? Wie heißt er nochmal? War das nicht sogar vielleicht Nick? Da bin ich mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall generell, also die ist auch nicht immer so ganz korrekt, die NATO. Oder die EU, das war die EU, nevermind. Aber du weißt, was ich meine. Natürlich Propaganda ist halt generell etwas, was halt stattfindet. Alles, was wir sehen von der Regierung, ist Propaganda. Manches ist mehr und manches ist weniger irgendwie einflussnehmend oder manipulierend. Aber alles ist generell Propaganda. Auch das, was in Deutschland stattfindet, ist immer Propaganda. Und ich finde sogar, es nimmt eher einen Status an von mehr Propaganda als früher. Denn tatsächlich gibt es jetzt ja inzwischen so Wortsperren, die du nicht mehr benutzen darfst. Manche Wörter sind verboten. Natürlich N-Wort kann man verstehen, aber andere Wörter. Manche Wörter sind schon. Was ist für Wortsperren? Ja, was ich meine, ist halt einfach generell, dass du. Ich kenne nichts von den Wortsperren. Nicht Wortsperren, aber wie heißt es? Dass du. Politisch korrekt. Das ist das in kurz. Gefasst. Du musst politisch korrekt sein? Genau, du musst politisch korrekt sprechen zum Beispiel, das ist ja so, sonst wird darauf hingewiesen, Bro, was du sprichst ist schon leider aus dem Grund falsch, weil du es nicht richtig ausgesprochen hast, also wird dein Argument erstmal nicht beachtet. Also das ist, Das heißt zum Beispiel, da ist so ein Typ, der bringt so 500 Kinder um und da sage ich, der Hurensohn bringt 500 Kinder um und das heißt, ja, das zählt nicht, weil ich hab Hurensohn gesagt. Nee, aber du weißt, was ich meine so vielleicht. Generell muss man sich halt sozusagen diesem Ganzen erstmal anpassen. Von diesem System her aus, dass du halt eben so manche Wörter nicht mehr benutzen darfst, manche eher benutzen sollst. Aber das hat das nicht so viel mit dem Propaganda zu tun, ne? Doch. Oh mein Gott, das kannst du gar nicht fassen. Sprache ist eines der größten Propagandamittel, die es gibt, wenn nicht das größte. Indem du Sprache verschönerst oder verschlechterst. Indem du Sprache verschönerst oder verschlechterst, ist es so krass, dass eine einzige große Mittel. Mit dem du Propaganda betreibst. Da musst du gerade kurz. Also, ich kann es nicht gut erklären, weil ich schlecht im Erklären bin. Aber ich weiß, was Sprache du meinst. Ist die Sache. Das heißt,
Wenn du sagst, zum Beispiel in irgendeinem Fall, wenn du, du kannst, manche Wörter sind ja sehr schlecht belegt. Genau. Weißt du? Wie zum Beispiel, man sagt fett, werden meisten Leute als schlecht Ja, aber konnotiert es gibt ansehen. so Wörter, die sind wirklich gar nicht so gemeint, dass sie so Ja, belegt geistig sind. behindert, was auch immer. Die Sachen darfst du gar nicht mehr sagen, eigentlich in einer politischen Dass sie so Debatte, weil sie schlecht sind. fast alles, was Negatives beschreibt und was häufig genutzt wurde für eine lange Zeit, ist Warum ist schlecht alles konnotiert. dunkel, Bro? Keine Ahnung. Der Krieg besteht nur noch, weil Zelensky keine Geldunterstützung mehr bekommt, wenn er die Friedensangebote nicht ablehnt. Wieder geht's nur um Geld und das ist ekelhaft. Du hast deinen 7-Seiten-Essay nicht gegendert? Schrecklich. Ja, aber wirklich. Also, wie gesagt, ich kann es jetzt gerade vielleicht nicht so gut erklären, aber trotzdem, Sprache ist ein sehr großes Mittel, in dem man Einfluss nehmen kann in den Gedanken einer Person oder generell der Ja. Bevölkerung. Und vielleicht ist jetzt dieses direkte, du musst gendern, du darfst nicht geistig behindert sagen, das ist vielleicht ein kleiner Schritt, aber allgemein fängt ja alles theoretisch klein an. Das soll jetzt nicht eine große Verschwörungstheorie sein, in der ich sage, ja, jetzt wird das Regime versuchen, dich komplett umzuwälzen. Du wirst jetzt in deine Matrix fallen. Du musst auf Andrew Tate hören und seinem Training, dass alles stimmt, dass du der Matrix entkommen kannst. Das will ich jetzt nicht sagen. Aber was ich sagen will, ist, Andrew Tate dass profitiert ja auch von allem, was er macht, natürlich, ne? natürlich profitiert er davon. Also Mit alles, seiner was jemand macht. Real-Wörter, ne? Ja, Digga, der hat es irgendwie 7-mal umgenannt gefühlt. Das ist krass. Echt? Ich kenne nur einen Namen. Ja, Real World, keine Ahnung. Nee, Fighting Chamber oder sowas hieß es noch. Oder, Ja, ich habe okay. keine Ahnung. Nee, Fighting Chamber ist doch so ein Extra-Raum, wo du nochmal extra bezahlen darfst und so ein Kontrakt so sein musst, Na, dass du warte. nichts sagen Irgendwas. sperren darfst, was da drin ist. Moment mal, Damit die Leute nicht checken, dass es das ein Andrew Scam ist. Sonst kann Tate, ich dich massiv Real verklagen. World, All Names. Also, wie viele Namen gab's da? Scheiße, ich kann's gerade nicht finden. Na, egal. Ist doch egal. Er hat noch sowas anderes auf jeden Fall. Es gab noch irgendwie diese Universität oder sowas, wie auch immer es hieß. Na, keine Ahnung. Und auch dieses Querdenken, Grundstein der Politik ist es ja, jeder seine Meinung geben darf, auch wenn sie schwach sind, sagen, das ist kein Grund, sie niedrig anzusehen. Ja, genau, das ist auch so ein Ding. Zum Beispiel die Meinung, die gegen etwas spricht, und das sind tatsächlich gar nicht mal so wenig Leute gewesen, unter anderem auch mit wissenschaftlichen Befunden, die teilweise gegen Mainstream-Media gesprochen haben und die wurden alle als Querdenker abgestempelt und als ungebildet, obwohl teilweise, wie gesagt, auch Leute Professoren davon waren, die eine recht hohe Expertise auf ihrem Feld gehabt haben. Und ich will nicht sagen, dass sie unbedingt recht hatten oder dass andere unbedingt recht hatten, aber es gab Leute auf jeden Fall, die wussten, wovon sie sprechen und die wurden einfach alle als Querdenker ungebildet angesehen, vor allem während Corona, weil es halt nicht sozusagen diesem allgemeinen großen sich gefügt hat. Ich weiß nicht, was die Ja. Prozentzahl ist. Ich glaube, sie war jetzt nicht irgendwie nur 1% oder 2%. Ich glaube, sie war schon höher. Aber ja, dass man das dann als Querdenker abstempelt, ist schon scheiße. Eigentlich mehr oder weniger. Querdenker ist auch so ein Begriff, der war früher wahrscheinlich ein ganz normaler Begriff, Ja, dass war er. man anders denkt. Und heute ist halt der Begriff so, dass du so richtig schlimme Sachen benutzt, Er weißt wurde sogar früher positiv konnotiert. Wusstest du das? Das du? war Ja. ein sehr Ja, natürlich, wichtiges so Feld für anders zu denken. die. Für Unternehmen war es sehr wichtig, weil manche Leute anders denken und dementsprechend neue Ansätze finden können. Das heißt, sie waren wichtig für die Weiterentwicklung von Plänen. Ich meine, Ja, die Entwicklung von genau Plänen dieser Begriff, für. der Begriff ist quasi schon fast eine Beleidigung, weißt Ja. du? Einfach nach Corona. Und wegen Propaganda, ja? Deutschland, der Staat will ja auch profitieren, weißt du? Ja, klar, natürlich. Und dann stellst du dir mal vor, warum sollte, und der hat ja so viel Macht, Leute zu beeinflussen, warum sollte er das nicht dafür benutzen? Eben, weil alles, bei so Kriegen und so, merkst man wirklich, dass online oder auch hier im Fernsehen immer fast nur eine Seite ist. Ja, das Lustige Und ist ich weiß ja tatsächlich. nicht, und man selber weiß ja nicht, wie sollen die denn davon profitieren, aber man weiß ja nicht alles, weißt du? Also, wir haben ja keine Ahnung, was da oben abgeht, weißt du? Und die werden schon irgendwas daraus ziehen, wenn sie alles auf eine Seite machen. Und wenn du Ja. dann dagegen sprichst, bist du ein Querdenker. Ja, manchmal, also ich will nicht immer sagen richtig falsch, also oder ich will gar nicht sagen richtig falsch, aber bestimmt haben sie in ihren Augen auch immer das Richtige im Kopf, häufig. Oder häufig auch einfach diesen Gedanken, dass sie tatsächlich etwas das Richtige machen für die Gesellschaft, für die Welt, was auch immer. Zum Beispiel eben, das mache ich gerade in Geo, deshalb kann ich ein bisschen Wiederholung machen, während ich rede, weil sonst verschwende ich meine Zeit wirklich, ohne zu lernen. Häufig wird immer nur eine Seite beleuchtet. Zum Beispiel, wir haben im neuen Geobuch, das wir auch ausgeteilt bekommen haben, vom Lehrer kopiert. Ist es legal oder nicht? Ich weiß es nicht. Aber er hat uns einfach geschickt, die Seiten. Und auch dort,
Du hast dort eine beidseitige Beleuchtung von beiden Seiten. Ja, beidseitige Beleuchtung von beiden Seiten stark. Also, fucking hell, du weißt, was ich meine. Du hast dort so Argumente für und gegen ein Thema. Das ist die Umwelt, die Klima. Bro, wie heißt das nochmal? Dem Klimawandel natürlich. Und wirklich, ganz ehrlich, ich kann dir mal kurz zeigen, nicht vorlesen, sondern mal kurz zeigen, was es da für, wie lang die Argumente sind. Das erste Argument ist von K, das ist Klimawandel-Skeptiker. Das ist zwei Zeilen lang, nicht mal. Die Erwiderung von der Wissenschaft übrigens, das ist auch das, was ich meine. Sprache, du sagst, das sagen alle Wissenschaftler. Alle sind sich einig darauf, dass es gilt. Stimmt, viele sagen das. Sogar 98%, glaube ich. Der Wissenschaft, schau mal, der Wissenschaft, das ist ja nur so, das sagt, jeder denkt daran, dass es denn jeder sagt, aber eigentlich sagt es gar nicht, dass es jeder sagt. Ah, oh, das sagt aber fast jeder. In dem Fall sagt es fast jeder, aber das stimmt, das wird häufig gesagt. Nimm es mal als Beispiel, weißt du, jeder denkt quasi, das sagt jeder, dadurch, dass das Dingens ist, aber es ist auch nicht falsch, weil das Wort heißt das eigentlich nicht, das ist halt nur so belegt. Ja. Weißt du? Warte, erstmal noch Sarkobi. Der Fakt, dass es einen Begriff gibt, der anders denkt, nur als schlecht deklariert, eben nur, weil sie anders denken, sollte eigentlich nicht sein. Ja, wirklich. In manchen Fällen ist es eben auch scheiße. Und in dieser Fall, in dem Fall, in dem es halt scheiße ist, wurde es komplett overused. Ja. Und deswegen... Wissenschaft ist deswegen, ja eben, weil es so overused wurde in diesem schlechten Fall, sag ich mal, ja, ist es halt jetzt komplett schlecht belegt. Ja. Also der Begriff. Querdenker, meinst du, ne? Warte, Klimaskeptiker. Ja. Klimawandel, Skeptiker, Skepsisen, oder Skepsis generell ist ja auch schon ein bisschen negativ konnotiert, dass du einen Fakt sozusagen hinterfragst, der eigentlich von jemandem akzeptiert wird. Das ist noch so ein bisschen weniger, aber dass du Wissenschaft sagst, das ist allgemein Wissenschaftler. Aber Corona ist halt echt, also da wirklich halt... Das war böse, ja. Und deswegen, weil ja halt jeder zu den Leuten, die Corona kritisiert haben oder gesagt haben, dass das nicht echt ist, weil die so viel Bullshit geredet haben, die waren halt scheiße und die sagt jeder Querdenker dazu, denkt man jetzt allgemein vom Begriff schlecht. Ja, das hat man halt. Das ist auch der Grund, dass der Querdenker so ja schlecht geworden ist. Davor war es eigentlich immer alles positiv. Davor hat gefühlt kein Schwanz den Begriff gekannt, aber die es gekannt hatten, die wussten, das ist eigentlich ein guter Begriff. Inzwischen halt nicht mehr. Inzwischen kennt es jeder, aber jeder denkt, das ist scheiße. Genau. Warte, nochmal hier, die Argumentation. Die sozusagen, also generell die Schule, also warte, die Regierung von Deutschland ist auf jeden Fall in Richtung links. Deutlich weiter links, als sie rechts ist. Und auch nicht mehr wirklich besonders in der Mitte. Die Tatsache ist... Links und rechts ist check ich allgemein nicht, aber ich... FDP ist recht mittig. AfD ist auf jeden Fall rechts. Ich weiß nicht, es bringt mir nichts, wenn du mir sagst, weil ich nicht ganz genau weiß, was die Sachen vertreten. Ja, ich weiß auch nicht alles, aber ich kann dir mal so ein bisschen was sagen. Ich weiß nur, rechts ist Hitler, mehr weiß ich nicht. Ja, das ist nicht das Einzige, ist egal. Rechts ist... rechts ist auch unter anderem dieses Liberale, dieses Freiliberale mit... keine Ahnung. Wir können halt eben sehen, so rechts ist so ein bisschen, wenn wir in Extremismus gehen. Nee, in Extremismus ist beides das gleiche. Das kannst du wie einen Quintenzirkel dir vorstellen. Wenn du in beide Richtungen ins Extreme gehst, dann kommst du wieder am gleichen Ende raus. Aber, keine Ahnung, rechts ist, würde ich sagen, eher so freiliberaler und links ist eher so ein bisschen sozialer. Was ist freiliberal, Bro? Ja, dass du halt tun lassen kannst, was du willst, ohne dass der Staat irgendwo eingreift in dein Leben. Scheiße so. Ich will nicht jemand umbringen dürfen, ohne dafür bestraft zu werden. So. Nein, das ist nicht freiliberal. Nicht komplett freiliberal. Oder komplett freiliberal, das ist aber nicht mal mehr rechtsextrem, das ist was komplett anderes. Rechtsextrem ist, wie gesagt, ist auch dieses Nationalsozialismus. Rechts ist freiliberal oder links ist freiliberal? Rechts, eher rechts. Das ist freiliberale. Und links ist eher dieses Soziale, das heißt, der Staat soll mehr sorgen für dich. Je weiter links, desto mehr hat der Staat sozusagen so ein bisschen an Macht und an Einfluss. Und rechts, wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, es ist von dem ungefähr... Warum war Hitler dann rechts? Da hat er ja weniger Macht. Nee, ins Extreme geht's, wenn's um Extremismus ankommt, das ist ein anderes Thema, darüber kann man jetzt nicht reden. Wie gesagt, das ist beim Quintenzirkel, da kommt beides aufs Gleiche aus. Wenn du linksextrem bist und rechtsextrem bist, ist genau das Gleiche. Mussolini und fucking Hitler, Bro, wobei Mussolini war auch rechts. Sag mal, fucking Stalin, der war scheinbar linksextrem, ne? Bro, der Typ war auch nur ein Diktator, der alle gleich gemacht hat, bei dem er gesagt hat, ja, dieses hier ist die Arbeit jetzt alle für mich. Frosch Bolili, good takes. Let's go. Was geht für Mainstream? Die Wahlen ab 16 wollen zeugt ja schon davon, dass sie wissen, dass sie ohne Mainstream nicht durchkommen. Hitler hat Rechte gehasst. Ja, aber rechts. Rechtsorientierte oder...
Warte, 8. Oder Rechte in Form von Menschenrechte. Keine Ahnung. Das kann man jetzt. Rechtsorientierte. Ja, keine Ahnung. Hat er verachtet. Na, rechtsorientiert heißt ja, wenn du meinst, von Rechten an und für sich, dass Leute rechts sind, dass sie. Ach ja, das frei liberal-demokratisch natürlich ist in der Rechtsextremen auch nicht mehr vorhanden. Es ist eher so mittig rechts als sowas. Wir sind derzeitig, würde ich schon eher sagen, mittig links angekommen als mittig rechts, weil wir haben Steuern, sehr, sehr hohe Steuern schon. Wir reden gerade darüber, das BGE einzuführen und das ist eines der linkesten Sachen, die es gibt, Bro. Das was? Das BGE, bedingungsloses Grundeinkommen, jeder Mensch soll. Oh, das ist so scheiße, dann muss ich die ganzen Gammler finanzieren. Das ist gar nicht mal so scheiße, wenn du nachdenkst, aber das ist ein anderes Thema, das kann ich vielleicht morgen ein bisschen darüber reden. Nee, nachdenken, das meine ich nicht, das ist überbewertet. Ja, guck, das ist das, was ich da meine. So, nicht das, was ich meine, aber Bro, wenn du sowas sagst, ist es dann wiederum eine schlechte Meinung. Wenn du etwas gegen was hast, dann solltest du dich damit auseinandersetzen. Ich kann dir morgen vielleicht ein bisschen darüber erzählen, aber ich würde eigentlich gerne noch das andere erzählen hier. Alles, was ich zu dem Thema gesagt habe, war ein Joke, weil ich keine Ahnung von dem Thema habe. Okay. Ich weiß nur, dass jeder halt das Geld dann bekommt und für mich hört sich das einfach so an, dass... Ja, ich kann es dir noch ein bisschen weiter erläutern, weshalb es gar nicht mal so scheiße ist, aber wir sind auf jeden Fall relativ links. Wir haben eine... Also, was ist relativ links? Wir haben halt eben dieses Klimapolitische, wir versuchen gerade... SPD ist eigentlich links, ne? Sehr links. SPD ist relativ links, ja, ziemlich links. Soziale Arbeiterpartei, also Bro, Soziale Partei Deutschlands, ja, eben. SAP oder sowas, SAPD oder sowas hieß früher, ich habe keine Ahnung. Genau, die CDU ist auch eher links inzwischen, die FDP ist mittig, was weiß ich, wie gesagt, AfD ist rechts, ja, aber fast alle anderen Parteien sind links. Die Linke ist natürlich links, die Grüne ist links, was hast du noch? Andere Parteien, die Freien Wähler, keine Ahnung, ich glaube, die sind mittig rechts eher sogar schon, aber da kann ich auch nicht viel sagen. Das hat mir mal irgendwann mal Nick erzählt, aber mit mal Parteien Deutschlands. Ich kann mal kurz schauen. Hier. Okay, die größten sind halt eben CDU, CSU, das ist die eine Linke. SPD, die ist relativ link. Links Grün, die ist auf jeden Fall relativ links. FDP, die ist mittig. AfD ist relativ rechts. Und die Linke, ach, wer hätte es gedacht, ist natürlich links. SSW, ja, keine Ahnung. Aber wie gesagt, du kannst da halt schon so ungefähr absehen. Auf jeden Fall ist es hier mehr linksorientiert als rechtsorientiert mit Abstand. Linke weniger links als CDU. Schade, Mann. What the fuck? Schade, Mann. Und zwar nicht für die Linke schade, sondern schade für die CDU. Weil das ist so, Bro, wenn du schon eine fucking Partei hast, die heißt die Linke, dann kann es nicht sein, dass eine große Partei noch weiter links ist. Geht nicht. Wobei ich da nicht sehr viel sagen kann. Also jetzt vertraue ich einfach nur aufs Wort von Sarkozy, um es zu bewerten. Egal. Wie gesagt, jetzt nochmal zurück zur Propaganda. Die Schule, generell die Regierung ist ja relativ linksgerichtet und dementsprechend auch mehr Schule in diesem Klimawandel ist alles. Deshalb haben wir zum Beispiel hier in unserem Schulbuch, das relativ neu ist. Wie gesagt, hier sind ja die Argumente. Hier gibt es eben die Klimaskeptiker. Das erste Argument, 1,5 Zeilen lang. Das Gegenargument, 3 Zeilen. Dann kriegt er nochmal 3 Zeilen als das Argument vom Klimaskepsis. Skeptiker. Das Gegenargument ist 2, 4, 6, 8, 9 Zeilen lang. Also erstmal dreimal so lang. Und dann nochmal eine halbe Zeile. Und dann kommt wieder als Erwiderung 2, 4, 6 Zeilen. Genau. Das heißt, es wird sehr, 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 sehr ungleichmäßig beleuchtet. Du hast zwei Seiten, die gezeigt werden, aber das wird komplett zerstört von der einen anderen Seite. Und zugegeben, in dem Fall... Kann man vielleicht auch sagen, es ist gerechtfertigt, weil der Klimawandel tatsächlich auf jeden Fall existiert. Du hast auch die wissenschaftlichen Befunde dazu und es ist auf jeden Fall vorhanden. Aber wie es trotzdem dargestellt wird und präsentiert wird, ist sehr fragwürdig. Sie versuchen eine neutrale Stellung einzunehmen oder zu suggerieren, dass sie eine neutrale Stellung einnehmen. Ja, aber sind extremst zeigen, auf der einen. Genau, aber es ist extremst in eine Richtung gerichtet. Das ist nicht mal mehr an, das ist absolut nicht fair. Das Ding ist, nur weil wir die linke Politik haben, ist die einzige Opposition jetzt als Nazis angesehen. Ja, das ist halt wirklich so. Die sagen alle, dass AfD jetzt endlich verboten werden sollte und dieses jenes. Und man darf es halt nicht. Warum darfst du es nicht verbieten? Weil es kein einziges fucking Mal irgendwie eine Verletzung des Grundgesetzes eingegangen hat. Aktiv von der Partei. Ich bin auch gegen die AfD. Ich weiß nicht, ob das, weil ich gebrainwashed bin, obwohl die AfD ja verscheißt ist. Ich weiß nichts über die AfD und denke trotzdem, dass sie scheiße ist. Ja, weil jeder spricht recht um sie herum spricht. Ich sag gar nichts dazu erstmal. Aber ich kann sagen, Leute sind wirklich gebrainwashed davon, dass sie sagen, AfD ist scheiße, AfD sollte verboten gehören, sie sind unmenschlich, sie sind Nazis, Rechtsextreme. Ich denke mir dann so, meine Mutter hatte mal einen Mitarbeiter, oder ich glaube sogar einen Chef, der war
teilweise Mitglied bei der AfD. Und der war nicht so rassistisch gegen meine Mutter. Überhaupt nicht. Hm. Okay. Das heißt, jeder AfD-Typ ist scheinbar so böse und selbst ein Vertreter davon ist... Ah, ja, klar. Genau. macht Sinn. Okay, das ist vielleicht nicht so aussagekräftig. Aber dann kommt halt eben das nächste Argument. So, wenn sie wirklich so schlecht sind, wenn sie tatsächlich Hass schieben würden auf Ausländer, wenn sie tatsächlich Hass schieben würden auf ethnische Gruppen, wenn sie Nazis wären, auch nur eine annähernde, empfindliche Sache in diese Richtung, wird automatisch von Grundgesetz gebannt und du müsstest dich auflösen. Das heißt, aber sie haben nichts davon getan. Ich habe ja auch mal gesehen, so ein Plakat zum Beispiel so, Wahlplakat. Ja. Wir machen, die Deutschen machen ihre Babys selber. So, das zeigt ja schon, ja, Bro, wir haben hier keinen Bock auf Ausländer, ne? Ja, aber das darfst du. Genau. Kannst sagen, du hast keinen Bock auf Ausländer. Das ist scheiße. Absolut nicht böse. Aber es ist scheiße, das heißt, die AfD ist doch scheiße und ich bin nicht gebrainwashed, ne? Ich habe es nie gesehen, ich kann es nicht bewerten. Ich kann sagen... Da ist so eine Frau mit einem Petten. Also entweder sie ist massiv übergewichtig. Nein, es ist halt, die hat halt ein fettes Baby im Bauch so. Dann sagen wir, können unsere Babys selber machen, steht da. Weißt du, wovon es herkommt? Ich bin nicht selbst unbedingt direkt ein Großunterstützer davon, aber ich würde sagen, es macht trotzdem noch Sinn. Die Tatsache ist, dass in Deutschland derzeitig die Geburtenrate stark abnimmt. Der einzige Grund, weshalb Deutschland eine relativ konstante Bevölkerung noch hat, ist wegen der Einwanderung. Das ist aber etwas, das du aus zwei Faktoren nicht wirklich vertreten kannst. Das erste ist, es ist trotzdem noch Deutschland. Und auch wenn Leute hier natürlich von anderen Ländern akzeptiert sind, auf jeden Fall, also Digga, ich bin selbst Chinesen natürlich, ist die Tatsache, dass irgendwo es noch Sinn macht, dass die deutsche Bevölkerung auch deutsch ist. Nicht, dass sie von überall irgendwo anders einwandert. Außerdem, die Leute, die hier nach Deutschland einwandern, werden letzten Endes auch Deutsche sein. Sie werden auch weniger Kinder bekommen, wenn es so weitergeht. Sie werden genau mit der gleichen Moral aufgezogen sein. Das Einzige, was passiert, ist, dass noch mehr Leute einwandern müssten. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Wir sind eine Industriegesellschaft, in der wir davon noch leben können. Warum sollte man dann aber so eine... Und, warte. Zweideutig, aber in die rechte Richtung. Warte ganz kurz. Ich will noch kurz zu Ende reden. Die Sache ist dann am Ende, das funktioniert auch nur auf einen begrenzten Zeitraum. Sobald die anderen Länder auch Industrieländer sind und genau den gleichen Status einnehmen. Bro, was wollen die dann machen? Die werden auch Kinderprobleme haben. Es ist etwas... Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe auf jeden Fall, dass es kritisch ist, dass es schlecht ausgedrückt ist, aber ich verstehe den Grundgedanken dahinter. Ja, aber die Partei macht doch nicht extra, also das kann man nicht so schlecht ausdrücken, das ist eine fette Partei. Nein, Digga, das kannst du von allen anderen Parteien auch sagen, jede Partei ist gerade scheiße in Deutschland. Ja, natürlich, das ist keine gescheite Partei, aber... By the way, Frau Spiel, die hat sich noch als ich bin rechts geäußert. Sag Kobi, was die AfD denn Schlechtes gemacht hat, Ich sag... Ganz ehrlich, ich kann dir nicht sagen, dass die AfD nur Gutes gemacht hat. Ich kann auch nicht sagen, dass sie nur Schlechtes gemacht hat. Ich kann von niemandem sagen, dass sie nur Schlechtes gemacht hat. Aber ich kenne von vielen Dingen tatsächlich. Ich weiß, dass fast jede Partei gerade derzeit Scheiße macht. Ja. Erklär mal Streamtitel. Oh, Geomats Materials Farm. Ja, das hatte ich vorhin gemacht. Ich hab vorhin Noel Materials gefarmt. Hier. Bin ein bisschen weiter nach oben gegangen. Keine Ahnung. Ich kann jetzt auch eine andere rechte Aussage mal äußern, die wäre... Okay, Statistiken zu folgen, offizielle Statistiken, die aber natürlich gerne von Mainstream-Media nicht angenommen werden. Ja. Statistiken von der Bundesregierung selbst wurden erhoben, wie es so aussieht mit dem, wie viel Geld der Staat Gewinn bzw. Verluste macht von Einwohnern Deutschlands. Und da hat man so nachgeschaut... Der Durchschnittsdeutsche, zugegeben ist, das musst du wirklich mit einem, das musst du ein bisschen kritisch betrachten, wie sehr es natürlich erfasst wurden, die Daten. Aber trotzdem wurden die Daten erfasst. Du hast eine Person, ne, ich habe nicht nur SC6, dass ein Durchschnittsdeutscher, der in Deutschland sozusagen aufgewachsen ist, an und für sich am Anfang des Lebens natürlich den Staat was kostet durch Bildung und am Ende des Lebens auch den Staat was kostet durch Rente. Das heißt... Am Anfang des Lebens und am Ende des Lebens muss der Staat für seinen Lebensunterhalt aufzahlen. Aber den Großteil seines Lebens, also die 40 Jahre, 50 Jahre fast, in denen der Mensch jetzt arbeiten muss, eher 40 Jahre als 50, macht er viel mehr Plus für den Staat, als er insgesamt Minus macht. Dagegen kannst du schauen, der durchschnittliche Migrant von südlichen Staaten macht tatsächlich
Das ist natürlich nur Durchschnitt. Ich schieße nicht gegen alle. Und es ist eigentlich nur eine Statistik, die ich hier gerade beschreibe. Startet unten. Sehr viel weiter unten. Natürlich nicht startet zum gleichen Zeitpunkt, weil es woanders startet. Geht dann ein bisschen nach oben. Bis zu einem ganz kurzen Zeitpunkt, wo er ganz kurz ein bisschen mehr macht. Also ein bisschen mehr den Start gibt, als er den Start in der Zeit kostet. Und dann fällt er direkt wieder nach unten. Das heißt, er hat irgendwie so 2-3 Jahre, in dem der Start von ihm profitiert. Von diesem Durchschnitt, von einem durchschnittlichen Einwanderer. Und den Rest der Zeit macht er die ganze Zeit Verluste, weil er die ganze Zeit Geld zahlen muss für Rente, für Unterkunft, für Essen, für was auch immer. Und wie gesagt, ich will mich nicht irgendwie schlecht dazu äußern, aber es ist tatsächlich eine Statistik, die auch herangezogen wurde. Und da kannst du natürlich verstehen, dass manche Leute sagen werden, ich will nicht, dass Leute von anderen Ländern hierher kommen, damit sie Steuergelder einbeziehen für etwas und am Ende kosten sie nur dem Staat was und bleiben hier auch noch. Und das ist zum Beispiel die Position der rechten Seite. Ich finde das Game, dass der Staat all mein Geld will. Ich finde das ist gar nicht. Genau, und das ist jetzt eine rechte Position, die du da einnimmst. Ich will mal mein Geld behalten. So, hey? Ja genau, das ist rechts. Das ist frei liberal-demokratischer. Rechts. Siehst du? Siehst du? Ja. Oder ich will mein Geld behalten. So. Genau. Ich finde nicht, dass ich einfach geboren werde. Und oder will Geld behalten, Nazi, AfD-Wähler. Aber wirklich. Oh, was? Ich war eine Chest? What the fuck? Ich finde, es kann doch nicht sein. Ich will nur leben. Nee. Auf einem... Und weißt du warum? Bereich und irgendwelche reichen Huren claimen das dann und sagen, ja, gib mir die Hälfte deines Geldes. Ja. Nee, das sind nicht mal die reichen Leute, das ist die Regierung, die das claimt. Die Regierung claimt das. Für was? Ja, was? Sie claimen das für Versicherungen. Aber auch unter anderem, und das ist das, worüber sich andere Leute beschweren, um zum Beispiel eine Migrationshilfe für Migranten geben zu können. Das ist auch eine Sache, für die sie es ausgeben. Wenn die Migranten so viel Minus machen, dann sollten wir die halt nicht alle einfach nehmen, oder? Genau. Das ist eine. Das sehe ich unter anderem so an, aber es gibt manche Leute, die sind noch viel extremer in der Sichtweise. Aber ich denke mir so, warum nimmst du so viele Migranten an, wenn du selbst in Deutschland ein bisschen eine finanzielle Krise hast, die sich nennt, du kannst nicht mal mehr die Versprechen eingehen, die du mit anderen Ländern gemacht hast, aka du kannst nicht mal mehr die Versprechen eingehen für. Naja. Die Klimaziele, die du dir gesetzt hast mit anderen Ländern? Weil du Geld ausgibst! Was? AKA, Deutschland wird dadurch ja broke, dadurch, dass wir so viel nehmen. Genau. Warte mal, wer das abbezahlen muss, das sind wir so. Wir müssen denen dann irgendwann mehr Steuern geben. Und das macht. Guck mal, das ist nämlich eine der Sachen, die dann die AfD kritisiert. Das ist das. Also ich verstehe deshalb die Herkunft von dem Plakat, es ist zu provokativ, es ist schlecht. Es ist eine der Sachen, die AfD macht zum Beispiel. Aber ich glaube auch die FDP. Wie gesagt, ich bin FDP ist aber die Partei für die Reichen, sagt immer jeder. Ich weiß nicht, ob ich da gebrainwashed bin oder nicht. Das kommt daher, dass sie freier sein wollen. Frei liberal-demokratischer. Aber liberaler. Das heißt, sie wollen weniger soziales Zeug haben, sie wollen weniger Steuern abgeben. Natürlich, die Reichen sind die Leute, die am meisten davon Verluste machen durch Steuern. Und die armen Leute sind die am meisten davon profitieren. Das heißt, die Armen sind natürlich eher dafür, dass vergrößerte Steuern da sind, dass sie mehr Geld ausgezahlt bekommen können. Und die Leute, die reich sind und viel Geld haben, natürlich sind sie dagegen, weil sie kriegen eine erhöhte Vermögenssteuer und natürlich müssen sie dann mehr Geld abgeben. Also, was ist das jetzt? Ich hab Bock, dass jeder mein Geld klaut, sag ich ehrlich. Ja, aber was, wenn du jetzt zum Beispiel krank wirst? Was, wenn du jetzt in einen Unfall gerätst? Was, wenn es jetzt passiert, dass du irgendwie eine Krankheit bekommst, für die du gar nichts kannst? Da willst du doch auch... Dann willst du ja auch nicht, dass du einfach stirbst, weil der Staat sagt, kein Bock, dir Geld zu geben oder dass du irgendwie am Existenzminimum leben musst, obwohl du eigentlich gar nichts dafür kannst. Und das ist dann das, was dir der Sozialrechtsstaat garantiert. Verstehst du? Beide Seiten sind auf jeden Fall gerechtfertigt, sage ich. Aber es ist halt manchmal schwer abzuwägen, was jetzt mehr und was weniger gerechtfertigt ist. Und beide Seiten machen viel Kacker. Die Linke geht ins Extreme und die rechte Reaktion darauf ist, ey, wir gehen auch ins Extreme, um es auszugleichen. Und dann hat halt keiner Bock mehr. Aber du siehst jetzt das, was ich... Du siehst es, ne? Du hast erst gesagt, ja, das ist kritisch, was die Leute von rechts sagen. Dann sage ich dir ein bisschen mehr was. Und dann gehst du aber auf die linke Seite und denkst dir so, die machen auch kritisches Zeug. Jeder macht kritisches Zeug. Das Geld, das du behalten willst, das wollen die Linken haben von dir. Kann ich nicht einmal irgendwo hingehen, wo ist es nochmal so, wo die Steuern sind, so in Dubai. Madeira oder so? Let's go nach Dubai! Ja, komm, willst du mit mir nach Dubai gehen? Let's go! Ja. Nice.
Hör auf, du konvertierst ihn zu einem Querdenker, ganz schrecklich. Oh, scheiße, Mann. Nee, ich hab für beide Seiten argumentiert, hey. Ich habe auch gesagt, das ist auch fragwürdig, was die von der Rechts wollen. Ich habe halt keinen Bock, dass sie mein Geld klauen. Ich habe auch keinen Bock zu verrecken, wenn ich krank bin, so. Nur mir einfach mal Geld geben. Weißt du, das ist auch gut. Gibst du ein paar Zeit dafür? Jonas, dann soll mal Geld geben? Vielleicht. So, ich würde sie wählen, so. Dann sei Ausländer. Easy. Outplayed. Oh, ich bin Asiate. Spawned Geld. Greek. Warte, nee, es heißt Egreach. Ich bin behindert. Oh, Mann. Oh, ja. Ja. Oh, was gibt's denn noch hier in Geo? Ich kann dir natürlich den Treibhauseffekt ein bisschen erklären. Tatsächlich, zum Beispiel das mit Klimawandel, ist auch gerechtfertigt, auf jeden Fall basiert, was sie sagen. Also es fundiert schon auch auf tatsächlichen... Was redest du? Auf von... Also das, was zum Beispiel die Grüne sagt, was auch sehr links ist, ziemlich... Das mit dem ganzen Klimawandel, dass der existiert, das ist natürlich auch fundiert natürlich auch auf wie ist nochmal, auf wissenschaftlichen Befunden. Ich könnte auch lieber sagen, basiert auf wissenschaftlichen Befunden. Das klingt besser. Genau, weil tatsächlich ist auch die zum Beispiel Konzentration an CO2 stark gestiegen, irgendwie von, ich glaube, im Vergleich zu den 1900er Jahren. Oder Anfang des 20. Jahrhunderts von irgendwie, was weiß ich, 280 Parts per Million zu irgendwie 405 Parts per Million gestiegen. Methan ist um mehr als das 1,2-fache gestiegen, ich glaube 1,4-fach. Ich meine, es hat sich, glaube ich, ungefähr 2,4-facht im Vergleich zu den früheren Werten. Und auch Lachgas ist um circa 10% gestiegen, ein bisschen mehr. Das heißt tatsächlich, diese ganzen Konzentrationen an klimaschädlichen Gasen, oder nicht klimaschädlichen Gasen, wir sollten sie eher nur Treibhausgase nennen, sie sind klimaschädlich, weil sie Effekte haben, die klimaschädlich sind, aber an und für sich sind sie nicht klimaschädlich. Hm. Diese Gase haben sich in ihrer Konzentration erhöht und sie haben alle zum Effekt gehabt, dass tatsächlich die Erde sich auch erwärmt. In manchen Teilgebieten verkühlt sie, in manchen Teilgebieten kannst du den Unterschied noch kaum spüren. In den USA siehst du häufig Leute, die damit argumentieren, oh, ich kann noch gar nicht spüren, dass die Dings kommt, dass... Wie heißt nochmal? Dass die Klimaerwärmung kommt. Hier wird's gar nicht wärmer, also so, was wollt ihr von mir? Das ist so teilweise die Einstellung von manchen Leuten in den USA. Und die ist falsch, weil manche Gebiete bleiben kalt oder bleiben gleich kalt. Manche Gebiete werden sogar kälter, wie zum Beispiel Nordatlantik, der wird kälter, weil der Jetstream aufhört. Aber das ist natürlich ein Beispiel, wo sie sagen würden, oh ja, es wird sogar kälter, wir müssen sogar mehr heizen. Davon gibt's auch nicht Leute. Wann glaubst du, wird Deutschland gefickt? Deutschland. Deutschland ist in einer sehr, sehr stabilen Lage. Aber es fängt ja schon ein bisschen an. Ich weiß nicht, ob es wegen Klimawandel ist, aber da kommt ja so wie vor halbem Jahr, anderthalb Jahren, da kommen so massive Hochfluten. Es wird auf jeden Fall, es wird, wie ist nochmal? Natürlich, der Meeresspiegel steigt. Und dementsprechend sind auch hinten auch deine Gezeiten ein bisschen mehr als früher. Warte mal. Aber hey, wir leben in einem Land, dessen Flagge für eine Pride Flag gehalten wird. Das erwarten wir auch. Was erwarten wir? Ja, wirklich. Ich meine, Moment. Warte, was wollte ich sagen? Genau. Overall steigt ja die Temperatur und, warte, der Meeresspiegel steigt ja aus zwei Gründen. Erstens, Überlandeis schmilzt. Und zweitens, es gibt eine thermische Ausdehnung. Oder generell Überlandeis. Oder Überlandwasser gerät in die Meere und dementsprechend steigt der Meeresspiegel. So wie thermische Ausdehnung. Thermische Ausdehnung, also ich glaube, das muss ich jetzt nicht erklären, aber ja. Ist natürlich auch teilweise daran beteiligt, wenn es wärmer wird. Insgesamt, glaube ich, ist die Temperatur im Vergleich zu 1950er Jahren in Deutschland, nicht Deutschland, sondern weltweit, um 1,1 Grad gestiegen. Das ist ein Fakt, den du halt auch aus mehreren Messergebnissen nach, jetzt nur mal nachschauen kannst. Das heißt, das ist tatsächlich ein Fakt. In dem Fall würde ich nicht irgendwie versuchen zu widersprechen. Und, ja. Was war mein Punkt? Ja, in Deutschland ist es nicht so schlimm, weil Deutschland in einer sehr stabilen Situation ist. Du bist generell halt... Zugegeben, die Alpen schmelzen ein bisschen, aber da schmilzt es nicht so gefährlich, dass es so stark abfällt. Ja, du bist halt in einer gemäßigten Zone. Seit 2007 haben wir auch noch die asiatische Tiger
Mücke. Ich meine, wie ist es nochmal? Tigermücke, glaube ich, hieß es. Ja, Tigermücke. In Deutschland, die früher es davon nie hier gab. Also du hast eine Veränderung von den Gebieten, von den Lebens... Lebensräumen gewisser Tierarten, Pflanzenarten. Du hast Expansion teilweise, teilweise Verschiebungen und teilweise auch einfach natürlich Arten, die aussterben. Und in Deutschland kannst du es auch teilweise spüren, wie gesagt. Neue Tierarten, die Tigermücke, die eine tödliche Krankheit mit sich gebracht hat. Du kannst es spüren, auch unter anderem an Wettern, die sich jetzt weniger regelmäßig, oder was ist regelmäßig, die sich seltsamer ereignen. Zum Beispiel, es wird schneller früher warm im Frühjahr. Das kriegen wir auch tatsächlich ja mit. Und, was nochmal? Ja, es wird früher warm, aber dafür wird es auch öfters mal noch in den warmen Zeiten kalt. Und das ist wiederum nicht so gut für viele Pflanzen. Zum Beispiel Äpfel sind nicht so gut gewachsen die paar Jahre, immer. Also manche sind ganz in Ordnung gewesen, aber manche Jahre waren schon scheiße, weil erst ist es sehr, sehr warm, dann wird es wieder kalt, dann wieder warm, dann wieder kalt und dann hast du Frostschäden an deinen scheiß Äpfeln. An den Blüten oder was auch immer. Mein Punkt, ich wollte ein bisschen Stoff wiederholen von Erdkunde. Du bist irgendwie ganz leise geworden. Ja. Ich gehe auch gleich pennen. Na ja, gut, ich muss noch lernen. Ich würde auch gleich gerne pennen gehen. Ich würde schon gerne seit 20 Uhr pennen gehen. Weißt du was, ich höre jetzt auch auf mit Genshin erstmal. War ein interessantes Gespräch auch mit Zakobi und Frau Spurlili. Aber, ja. Bye bye, yo. Dann schönen Abend noch. Cool, dass ihr weiter dabei wart. Und dann, ja. Ciao, ciao. Gut. Ciao. Na, scheiße. So, jetzt. Ja, nee, ich hab mich vertippt.